So Leute, herzlich willkommen zu dem vierten, fünften, vierten, dritten, vierten, keine Ahnung, wie viel war das Pokémon? Werden. Maragdin versus. Werden. Ja? Werden. Werden. Werden, werden, okay. Werden. Werden. Also, glaube ich jedenfalls. Vierten. Ich habe gerade meine Orden geholt. Werden. Ja, vielleicht hast du deine Orden geholt. Wie geht es rein und versuchen, unseren Orden auch zu kriegen. Ja, und das Gewinnspiel läuft natürlich immer noch, was ich letztes Mal angekündigt habe. Auch hier, der Link in der Videobeschreibung. Dazu, ob ich nur zwei Hoden habe oder sind es doch gleich 24. Der Gewinn sind zwei Kugeln Eis. Und ich meine, gerade bei den Temperaturen momentan sollte man sich dieses Eis nicht entgehen lassen. Nicht entgehen lassen, ganz genau. Absolut. Wir kämpfen jetzt gegen einen scheiß Kleinschein. Ich hasse Kleinschein. Kleinschein ist das meiste Pokémon Nachtzubat, was ich im Pokémon hasse. Es stimmt, du hast recht. Du hast recht. Ja, ich auch. Aber Mera kassieren, aber guck mal. Ich will jetzt erstmal gucken, weil wenn ich gegen einen Kleinschein schon Hase-Probleme habe, werde ich gegen den Arena-Leiter auch schon gerade Probleme haben. Deswegen mache ich jetzt lieber einen Vortrainer und gucke. So, du musst auf jeden Fall Meryl leveln, damit er irgendwie eine Wasserattacke kriegt, also wittert nix. Ich seh schon. Ja, ich seh schon, ich werde gleich erstmal Meryl challengen müssen. Ja, Lennart, wir haben noch gar nichts ausgemacht. Was macht eigentlich der Verlierer für den Gewinner oder was bekommt so, der oder whatever? Ja, ich weiß es nicht. Trinkst du Bier? Trinkst du Bier? Ja. Ja, dann gibt der Verlierer dem anderen einen aus. Oh, wie einfallsreich. Ey, komm, der Standardbier, immer gut, ne? Ja, der ist immer gut. Bring deinen Sixer mit. Ja, mach ich. Geil. Wie machst du? Schon verloren, oder was? Ja, der war gut. Ja, mach ich. Fisten. ja, Fisten und so weiter, ja. Das, was die Leute sehen wollen, Entertainment. Entertainment pur. Das, was die Leute sehen wollen, nix anderes. Ganz genau. Ja, das Gewinnspiel ist halt, Leute, das müsst ihr euch mal geben, bitte. Na, wenn ihr Bock auf das habt, ich glaube, ich nenne den nächsten Part einfach Gewinnspiel. Und schneid das einfach davor. Ach, geil. Ach ja, stimmt, ich mach ja neuerdings auch mit so Intros immer. Ja, muss ich auch noch. Ah, ich bin momentan so schneidevoll mit meinem Programm, ne? Seit dem Absturz, dass ich alles neu sortieren musste, weil meine Festplatte verreckt war, deswegen kam ja auch so lange nichts von mir und ist Motivation. Hallöchen! Eine Herausforderung von Schulkind Kerstin. Er hat ja sogar ihren Rucksack bei. Hallo, wollen wir vielleicht ein bisschen Pokémon-Karten spielen bei mir im Zimmer? Kannst du ja auch mal deinen PC zeigen, wie dein Zimmer oder deine Uhr. Deine wunderschöne Uhr. Na Kleine, denn zeig mir mal dein Knilz. Ach, es ist so wunderbar falsch. Okay, sagen wir es so. Mein Flamly kann mit Glut was gegen Kleinschein ausrichten, aber nicht viel. Ja, Glut ist eine Spezialattacke, weil es Feuertyp ist. Also das macht einigermaßen Schaden, da Kleinschein keinen Spezialverteidigungswert hat. Kleinschein ist ein absoluter physikalischer Verteidiger. Oh, 5 HP, bitte, zieh mal alles ab, dann gehst du voll mit ins Pokémon-Zitter. So, nicht mehr jetzt sehr effektiv. Wenigstens kriegt unser Meryl jetzt wieder ein bisschen drauf. Unser Meryl, okay, steigt nicht auf. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal in den Wald rein. Cool. Muss erst auf den Wald rein. Das ist Schnitt. Beschnitten. Sehr geschnitten. Du möchtest ein Fan, ich bin kein Fan, deswegen kann ich ja nicht so ein bisschen gerade abgemacht, wie man zusammen Pokémon-Meisterschaft. Wieso hab ich den angequasselt? Das ist so zeitlich verlierbar. Digga, hab mir anzureden! Goal. Ja. Ich bin Fan von dir, Lennart, ich find dich toll. Weil ich den anlaber? Ja! Fan Nummer 1, den kaufst du ja nicht. So grundsätzlich so. So, allgemein. Ja, und jetzt, wenn man. Ich bin so behindert, ich habe einfach Tränke eingepackt. Okay. Und geh jetzt ins Pokémon-Center. Milfhunter versucht Geduld zu erlernen. Nee, lass mal. Geht eigentlich, es kommt doch an, was für Gegner du hast, weil eigentlich ist Geduld relativ geil. Ja, er hat aber nicht genug HP für den Scheiß. Das bringt nichts, ihn damit einen auf Tank zu machen. Ja, das stimmt allerdings.
Aber ich glaube, die meisten Pokémon sind nicht so tankmäßig drauf. Na, Chanera, Relaxo. Ja, aber ich meine halt, sagen wir mal 70% davon nicht. Ja, ich weiß. Hier war noch ein Trainerkampf, den wir ja mal machen können. Cool. Machen wir den einfach mal in Level. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dieser Höhle, wo ich diese Dokumente wiederhole. Dieses Wingull musst du da befreien, ne? Ja, ja, richtig, da ist dieses Wingull, das musst du dich befreien. So, Meryl, du bist dran, komm raus aus deinem Ball. Bam, kommt wieder der Milfanta nach vorne. Die Leute, die sich fragen, warum Falco jetzt der Milfanta ruft, guck den ersten Part an. Man sieht's ja ständig im Kampf, also. Meiner Meinung nach war der, wie jeder erste Part immer der geilste. ist einfach so, du siehst es einfach. Man guckt ja immer so auf die Videos so. Sieht dann einfach nur so, dass das erste, allererste Video immer am besten geliked ist und am meisten Klicks hat. Und du denkst dir dann einfach nur so, was machen die Leute in der Zeit? Warum gucken die das nicht weiter, wenn ihnen das erste Video schon gefallen hat? Ganz einfach, weil die sind beim ersten Video bereits am Onanieren. Und wenn die dann gegen Ende beim ersten Part abspritzen, dann gucken sie sich den zweiten nicht mehr an, weil da sind sie fertig. Daran liegt das. So, mein Merit Level 9 erreicht. Hoffentlich erlernst du jetzt mal was Hübsches. Nein, tust du nicht, das heißt, du musst Level 10 werden, Fotze. Na, Lennart, nicht so welche Ausdrücke, sowas sagen wir nicht. Ne? Sag dem Müllfanta. Ja. Ja. Ich doch nicht. Nein, Quatsch. Eben. Random Encounters, I hate them. So. Ein Flurmel. Is it cute? No, I'll kill it. We must kill. Bam. Ich habe einen Äther gefunden. Mein Milfhunter ist gerade Level 16 geworden. Entwickelt sich jetzt weiter. Ja. Ultra Milfhunter. Dum 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 dum. Ja, ist das geil? Ich hab Morbel. Ist das schön? Sackratte. Ja, sack Nase. Wenn schon, denn schon. Nase, ja, ist alles dasselbe. Das Sackgesicht, das reicht. So. Einmal gegen Gift heilen und dann wieder ins Infight. Sehr geil. Lebensschuss habe ich auch noch erlernt. Sehr geile Bodenattacke, nur so nebenbei. Ja, ich weiß. Die macht ordentlich. Sehr, sehr geil. Super geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Wirklich sehr, sehr geil. Super geil. Kannst du mal bitte auf Giftstaffel einzusetzen? Ich will hier noch was ein bisschen reißen. Was ist denn eine Giftstaffel? Ein Giftstachel, sorry. Ach so! Der hat einfach so eine Staffelbox von Sex in the City auf mich geworfen und dachte so, Jungs, verrecke! Ah! Verstehe. Das hat so viel sexuellen Inhalt, dass es mich einfach vergiftet. Im Kopf. Genau. Externer so, what? So, Bobby, du bist down! Get down, Junge! Weiter down. So, jetzt kriegt man ein Level und ein Flammen kriegt auch noch Level 13. Jetzt sind wir alle happy. Happy Bam. Best over 9000. Wann entwickelt sich Schwalbini die nochmal? Level 18 oder 20? Oder noch später? Ich habe keine Beeren mehr. Schade. Aber die Sinnebeere können wir mal in meinem ein Pfiffchen Level geben. Müssen wir tatsächlich zum Pokémon Center zurück. Für die Leute, die sich gerade wundern, warum das mit dem Dings da so ist, mit dem Bildschirm, das liegt daran, dass mein Meryl einfach vergiftet ist. Und mein Meryl ist besiegt worden. Oh. Get down. So, ich würde sagen, probieren es einfach die Pokémon-Trainerin. Wenn wir es nicht hinkriegen, dann ist es halt so. Meine Fresse. Ist jetzt nicht der Weltuntergang. Probieren wir es einfach. Cool. Dann kümmern wir uns aber mit dem dementsprechenden Trank und dann geht los. Finde ich gut. Wenn nicht so, dann machen wir es jetzt einfach dann dementsprechend so. Weil ich will auch ein bisschen aufholen, ich meine nicht mit dem Part.
Ich habe noch 5 Minuten Zeit, um was zu reißen. Das heißt, ich glaube, Schwalbini war auf 22. I don't know. Man munkelt. Ich bin schade, dass man in den Gebäuden nicht sprinten kann. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ja! Oh, hallo, ich bin Felicia, die Leiterin von Arena. Oh, oh, oh! So. Mein erster Kampf. Mal gucken, ob wir down gehen oder das packen. Die Frage stellen wir uns alle. Wieder die Frage, wie ist das Leben nach dem Tod? Ich meine, es wird einfach richtig geil aus dem Grund, weil wer weiß, was da auf uns wartet. Naja, also ich würde lieber in die Hölle kommen, weil da haben die haufenweise Fernsehsender und außerdem ist es die ganze Zeit schön warm. Alle haben immer Angst vor den ganzen Schmerzen und Qualen, aber ey, überleg doch mal, du bist bereits tot. Das stimmt allerdings, ja, aber wenn du in der Hölle bist, dann hast du ja nur RTL. Willst du die ganze Zeit nur RTL haben? Oh Gott, da hast du was. Oh. Ja, und im Himmel gibst du ARD und ZDF, was haben wir davon? Ja, aber immerhin verblödet man nicht. Ah ja. Ah, ja, sind wir eh schon alle. Die Lügenpresse, die da läuft. Mein Gott. Und ich muss da jedes Mal ein Abo von 17 Euro im Monat für zahlen, ohne dass ich es nutze. Ich liebe die GZ. Ja, happy birthday. Ja, es ist wirklich geil. Von den 17 Euro könnte ich, keine Ahnung, Kinderschlüpfer kaufen, was auch immer, aber ganz sicherlich nicht. Wozu du die auch immer brauchst, oder? Keine Frage, ne? Wenigstens brennt das gegnerische Kleinstern jetzt. Oh, es brennt. Du hast einen Stein angezündet, Respekt. Ja, Respekt. Respekt! Wow, he actually did it, the absolute madman. He burnt a stone. Yes, guys. Fuck yeah. Mich laber hier so ein alter Opa zu, der quer auf einer Couch draufsteht. Das ist die beste Animation, die ich je gesehen habe. Sieht aus, als würde er auf der Couch draufstehen. Er tut's ja. Ja, ich habe nur 4 HP. Cool. Erzähl mir bitte mehr. Möchte ich ungern. Ich möchte mich nicht mehr mit dem Leiden halten. Nicht in diesem Ton. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich halte mich nächstes Mal im Griff. Halt die zurück! Vielleicht zeigst du mir nochmal. Gerade so. Boah, nur gerade so? Boah, Alter, halt mich zurück! Halt mich zurück! Halt mich zurück! Junge Mann! Get down! Verrückter Mongo! Bam! Oh nein, der Leiter setzt den Soundtrack ein. Oh Mann! Boah. Mann, Junge, 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 Junge. Fick dich doch. Oh. Jawohl, jetzt haben wir direkt einen Volltreffer gelandet mit Blut. Geiler Katze. Mir juckt der Fußrücken. Fußrücken. Der Fußrücken juckt ein wenig. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Nein, da wird er ganz klein. Es ist im Sommer aber voll angenehm. Oh, jetzt geh drauf, Alter. Verbrenn. Burn, Stone, burn. Burn, oh, Motherfucker, burn. Burn. Catch is down. Oh. Gott, da unten steht der Rivale. Was ein Pedo. Ich hab Bock auf den. Ich hab Pedo. Pedophil. Ja, aber so richtig. So, Flamly Good, komm zurück. Los, Meryl, du bist dran. Bam, welches Level hat der Meryl? Reimt sich. Oh ja, solltest du in der Arena doch mit der Aquaknarre ein bisschen was reißen können. Ich hab keine Aquaknarre. Blubber. Nein. Oh. Komm ich erst in Level 10. Oh. Und ich bin. Ich hab's jetzt nur einmal angesetzt, ich hoffe, ich krieg jetzt nicht auf die Fresse. Cool. Um halt die HP zu kriegen, um dann gleich mein Flamme einzusetzen. Das war der Plan. Los geht's! Der Kasus Knaxus an der ganzen Geschichte. Ich hab noch 1 Minute Zeit, um den Arena-Kampf zu beenden. Und ich hab 1 Minute Zeit, um den Rivalenkampf zu beenden. Mein Flamme ist down. Oh, shit. Felsgrab? Ja. Ah, ist gut, ne? Nee, Steinwurf sogar. Oh, ja. Ja, aber ich muss mein Meryl unbedingt nächstes Paar trainieren. Ja, geh einfach oben lang zu den Trainern, da stehen ein paar. Ja, bei meinem Meryl, der reißt nicht mein Tackle. Generell ist Tackle nicht stark auf einen Steinpokémon. Ja. So, beide sind down. So, das Gag-Arbor fick ich jetzt richtig mit Flügelschlag. Guck mir nicht so an, du Bastard! Ich geb dir und deiner Mutter. Insta-Kill! Bäm, so, Schnitt erreicht Level 16. So Leute, wir laufen mal eben ganz kurz hier hoch.
und bleiben vor am Ende der Stadt stehen. Ah. Denn wir beenden unser Party jetzt wieder. Ah ja, stimmt, ja. Okay, cool. Wir sind ja jetzt genau bei einer Viertelstunde und haut rein, Leute. Ja. Ciao! Okay, ja, ciao. But first, let me take a selfie.